Wie kann man, ohne viel Geld auszugeben, solche E-Bike-Akku-Packs wieder zum Laufen bekommen? Ja, es ist ja so langsam die Zeit ran, dass die ersten Akkus reihenweise die Hufe hochmachen von den E-Bikes. Und der Akku ist ja bekanntlich halb so teuer wie das ganze E-Bike, ne? Und ja, deswegen wäre das halt schon wirklich von Vorteil, die Dinger wieder zum Laufen zu bekommen. Ja, schauen wir uns erstmal an, wie so ein Ding innen drin aussieht, wa? Ja, jetzt bin ich gerade dabei, den Akku auseinanderzunehmen. Und die Akkus haben sie richtig schön reingepresst. Deshalb als ersten Tipp, ne, baut euch einen Abzieher, nehmt schöne Unterlagen. Ja, hier unten drin habe ich jetzt diese Holzstückchen. Und dann könnt ihr das erste Schwere, jedenfalls mit einem selbstgebastelten Abzieher, so habe ich das hier momentan gemacht, erstmal ein bisschen rausdrücken. Ja, und wenn das dann ein bisschen draußen ist, dürfte der Rest eigentlich halbwegs funktionieren. So, mal gucken, wie es weitergeht. Das ist er jetzt also. Ich habe echt gedacht, die haben Lithium-Ionen-Akkus. Na, wird ja vielleicht ein Lithium-Ionen-Akku sein, ne? Was mich nur gewundert hat. Kein Balancer-Anschluss dran. Also jedenfalls nicht, soweit ich hier erkennen kann. 24 Volt soll er haben, ne? Also da müssten ja mindestens... ja. 5-6 Balancer-Anschlüsse rausgehen normalerweise. Tut's aber nicht. Scheinen auch irgendwelche Platten zu sein. Habe ich noch nie gesehen. Ja, mal gucken. Da schau her. Hier sind die Balancer-Kabel. Da ist wahrscheinlich hier eine Balancer-Platine gleich mit eingebaut. Ohne verkehrt. Klar, warum nicht, ne? Das ist ja bei den meisten Akkus so, ich blöd, Mann. Na schön. Kann ich ihn wieder zumachen und wieder einbauen. Obwohl, wenn man sich das mal von oben anschaut, ich glaube, der eine hier, der hier, der ist ganz besonders fett geworden. Ist nicht normal, oder? Doch mal einzeln durchmessen. What? Was zum Teufel, seht ihr das? Ich bin gestern Abend ins Bett gegangen, heute wieder aufgestanden, da hing gar nichts dran, kein Kurzschluss, kein nichts. Und die Dinger blähen sich auf ohne Ende. Ja. Na gut, ganz so geheuer sind die mir jetzt doch nicht mehr, also. Boah. Kann da eigentlich dann was passieren, wenn ich das dann hier abschneide? Na gut, wenn er dann keine Videos mehr... Na gut, dann kann ich das Video ja gar nicht hochladen, ne, wenn da was passiert. Okay, also wenn das Video hochgeladen ist, ja, seht ihr es ja dann. Sieht ganz schön gefährlich aus. Die eine Zelle hat schon von selber hier weggenommen. Ja, mir ist vorhin ganz komisch geworden, vor allem... Ich mache sowas normalerweise nicht mehr, ne? Aber heute mal hat es ja gepasst. Heute ist der 18.10. Ne, irgendwo stand es. Tag der Reflexion, Transformation und Wandlung, natürlich. Na, ich mach mal. Hoffentlich nur für den hier. Faszinierend. Der scheint noch zu funktionieren, aber komplett verbogen. Hier merke ich, dass es eigentlich nur aufgebläht ist. Ja. Was sammeln die eigentlich für Gas hier drin? Wasserstoff dürfte doch eigentlich überall durchmachen, so klein wie das ist. Also den hier werde ich dann mal aufschneiden. Mich interessiert einfach mal, wie das da innen drin aussieht. Das sind die einzigen zwei Zellen von dem Pack, die noch in Ordnung zu sein scheinen. Die sehen noch ganz normal aus. Hier, ich traue mich gar nicht so richtig. Das sind die ganzen aufgeblähten Kollegen. Bis zum geht nicht mehr. Ja, die haben ihre Zeit wohl rum, wa? Das Aufschneiden, das kann ich mir wirklich sparen. Mal gucken, ob es der Fokus hinbekommt. Ja, so halbwegs, ne? Da sind viele übereinander liegende Platten und... Wenn ich ehrlich bin, ach, das riecht überhaupt nicht gut.
Also, die war jetzt schon auf gewesen, ne? Ich glaube, wie gesagt, das mit den Öffnen der anderen Zellen lasse ich dann doch mal lieber. Ist dabei geblieben, dass nur zwei Zellen nicht aufgebläht gewesen sind. Naja, dafür habe ich jetzt hier das ganze andere Balancer-Zeug. Ja, ich denke mal, hier wird es drin sein. Gucken, ob ich da jetzt solche Akkus hier oben ranbauen kann. Hallo, heute mal eine kleine Schnellübersicht, wie ich mir einen Akkupack von einem E-Bike, hier ist das Gehäuse davon, regeneriere. Ne, da sind Zellen drin, die sehen so hier aus. Also ich weiß nicht genau, ob ich die dann auch noch mit benutzen will. Bei welchen, die nicht ganz so aufgebläht waren, habe ich ein kleines bisschen vorsichtig reingestochen und dann das überschüssige Gas rausgedrückt und dann gleich Klebeband rundherum gemacht. Die, die noch so um die 3 Volt gewesen sind, die konnte ich gleich hier an den Lipo-Charger hängen, ans Ladegerät für Lithium-Ionen-Akkus. Und dann gab es aber auch welche, die hingen mit Zellen zusammen, die auf 0 Volt runter gewesen sind. Ich glaube mal, das waren dann die Kollegen hier gewesen. Und die sind überhaupt nicht aufgebläht, da habe ich eigentlich gedacht, die sind noch voll in Ordnung, waren aber bei 0 Volt gewesen. Ne? Da fange ich jetzt vorsichtig mit dem Bedini an. Da sieht man schon mal, ob sie einen Kurzschluss haben. Ne? Wenn hier die Spannung nicht steigt oder der Bedini dann sofort in die Knie geht, dann ist es ein sicheres Anzeichen dafür, dass ein Kurzschluss in der Batterie ist. Wenn es nicht der Fall ist, dann läuft er so schön weiter. Ne? Hat bei 0,8 ungefähr begonnen und ist jetzt, oder die zwei Bedinis besser gesagt, ist schon bei 1,1 Volt. Die nächste Station ist dann normales in Anführungszeichen, ja, ihr habt bestimmt ein anderes, aber es würde auch gehen, normales regelbares Netzteil. Das habe ich jetzt hier auf ein bisschen mehr als 3 Volt eingestellt und er zieht immer noch so um die 500 mA, auch ein gutes Zeichen, dass die Kapazität dann richtig in Ordnung ist, ne? War bei dem hier zum Beispiel nicht der Fall gewesen, aber dazu später. Und dann warte ich praktisch, bis der ungefähr bei 3 Volt ist, ne? Also man fängt langsam an bei 2 Volt, dann dreht man hoch auf 3 Volt, dass er immer so ungefähr ein Ampere Stromaufnahme hat. Und dann geht es weiter dann damit, ne? Wenn der das dann frisst, sieht er ja, steht ja dann da, wie viel Milliampere Stunden reingehen. Ich mache es immer so jetzt, dass ich nach einer Viertelstunde mir aufschreibe, wie viel Ampere er noch zieht und wie viel Milliampere reingegangen sind, und dementsprechend werden die dann paarweise oder zu dritt, ich kann mich nicht so richtig entscheiden, mal schauen, wie ich es dann mache, zusammengestückelt, dass die, die eine halbwegs gleiche Kapazität haben, auch zusammen in einem Pack sind, der dann parallel geladen wird. Ja, mal gucken, ob es das wird. Ja, zu dem Akku hier noch, ne, habe ich ja vorhin gesagt, den hatte ich nämlich auch am Bedini gehabt, der war original bei, ich glaube, nur 1,1 Volt gewesen. Ne? Also ich hatte entweder Akkus gehabt, die so bei 2,6 Volt, 2,7 Volt gewesen sind oder welche bei 0 Volt oder der hier bei 1,1 Volt. Ne? War schon irgendwie komisch gewesen. An den Bedini gehangen, war er dann ratzfatz auf 2, 3 Volt hoch gewesen. Hier nochmal kurz rangehangen. Da ist das Ampermeter dann auch jedes Mal ziemlich schnell gefallen, hat aber die 3 Volt hier halbwegs gehalten. Da habe ich mir gedacht, okay, das wird der hier dann schon fressen. Hat er aber nicht gefressen. Als ich den dann angeklemmt habe, hat er gemeint Low Voltage. Da schaue ich dann später nochmal. Aber wenn ich jetzt sehe, wie lange es dauert, ne, bis die Zellen hier auf die Voltzahl kommen, wo der hier gewesen ist und wie viel Ampere die hier dann auch noch ziehen. Ja, ich glaube mal, den werde ich dann wohl aussortieren müssen. Das ist also jetzt dabei rausgekommen. Hier einmal ein Anschluss für die
anderen 12 Volt, die ich dann dafür brauche. Ne? Hier sind nur noch 12 Volt hier drin anstatt 24, ist auch nur noch halb so schwer. Und hier auf der anderen Seite ist der Ladeanschluss für die drei 3,7 Volt Zellen in Reihe mit dem Balancer-Anschluss hier dran. Was ein Balancer ist, das wird gleich erklärt. Aber erstmal zum Akkupack Nummer 2. Wir brauchen ja dann nochmal 12 Volt. Das ist jetzt mein Akkupack 2. Der kommt dann hinten auf den Gepäckträger drauf. Hier ist der Anschluss zum Verbinden mit dem anderen Akku dann. Und wenn wir da erstmal reinschauen, schaut so hier drin aus. Das sind alles alte, gesammelte Lithium-Ionen-Akkus. Alle parallel. 1, 2, 3. Die dann in Reihe. Und auch hier unbedingt mit Balancer-Anschluss, damit beim Laden dann keine Zelle überladen wird und euch das Ding dann um die Ohren fliegt oder kaputt geht. Solche Akkus findet man in Laptop oder sonst was für Geräten heutzutage. Und ich habe am Anfang gedacht, die sind alle gleich, ne? Bis auf die unterschiedlichen Kapazitätswerte, die natürlich dann auch immer hier auf so einen Akkupacks hinten draufstehen. Hier haben wir zum Beispiel 4000 mAh bei 11,11 Volt, 3 in Reihe. Und hier haben wir einen mit 4500 mA, aber 10,8 Volt. Und da gilt es jetzt, Vorsicht walten zu lassen. Habe ich nämlich am Anfang auch nicht drauf geachtet. Ich habe die einfach aufgerupft, diese ganzen Packs, habe die Zellen nach und nach geladen. Hier mit so einem Teil, wo man dann sehen kann, wie viel Milliampere-Stunden da reinpassen. Und habe immer so eine Viertelstunde laden lassen, weil so viel Geduld hatte ich dann doch nie gehabt. Habe dann jedenfalls so mitbekommen, welche Zelle noch halbwegs gut ist und welche nicht. Habe die ganzen Superguten in einen Pack, die Mittelguten in den anderen Pack und die halbwegs Schlechten in den dritten Pack gepackt. Ja, aber jetzt so im Nachhinein, scheiße. Es gibt wohl einen kleinen feinen Unterschied zwischen Lithium-Ionen-Batterien und Lithium-Polymer-Batterie, obwohl hier auch Lithium-Ionen draufsteht, seht ihr? Aber das wären normalerweise diese Lithium-Polymer-Akkus. Da ist die Ladeschlussspannung pro Zelle, hier haben wir mal so eine, dann nämlich bei 4,2 Volt und bei den Lithium-Ionen-Akkus dann nur bei 4,1 Volt. Ja, und das ist beim Laden natürlich dann schon sehr, sehr wichtig, ne? Dieser eine 0,1 Volt Unterschied. Bei mir ist es jetzt hier so geworden, dass ich die nur mit dem Lithium-Ionen-Programm laden kann. Ja, hier in dem, das ist jetzt das Ladegerät, was ich dafür entdeckt habe. Super Genius, der Rional Super Genius, hat da ein Video dazu gemacht und dann habe ich gedacht, hey, das musst du auch mal ausprobieren. Das Teil kostet fast nichts im Gegensatz zu den ganzen anderen Ladegeräten. Ihr könnt ja echt mal selbst recherchieren. Also ich war echt verblüfft gewesen mit den ganzen Sachen, die es dann machen kann. Also für die Kohle baue ich mir kein so ein Gerät hier. Dann kaufe ich es lieber. Das ist aber das Einzige, was ihr dazu kaufen müsst. Den ganzen anderen Rest, ne, die Lithium-Ionen-Akkus, da könnt ihr eure Kumpels mal fragen, wenn sie alte Laptop-Akkus haben. Da ist dann meistens nur eine Zelle oder so kaputt. Und nun mal noch was zu dem Ausbalancieren von den Batterien. Warum muss man das machen? Ne, ist ganz einfach. Diese Lithium-Ionen- und Lithium-Polymer-Akkus sind ganz empfindlich gegen Überladung. So rum. Bei Nickel-Metallhydrid, Nickel-Cadmium und auch Bleibatterien ist das mal wurscht, wenn ein paar Milliampere dann noch reingehen, wenn sie voll ist. Ne? Das können die ab, aber hier bei den Dingern sind halt gasdicht verschlossen und dann bläht's die halt auf. Ne? Soll so nicht sein. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben drei verschiedene Zellen. Meinetwegen die erste ist noch in Ordnung, ist bei 4 Volt. Die zweite ist schon ziemlich im Arsch, nur noch bei 2 Volt. Und die dritte ist auch wieder in Ordnung bei 4 Volt. Wenn wir die jetzt alle in Reihe zusammennehmen, haben wir hier 4 Volt, hier plus 2 haben wir 6 Volt und nochmal sind 10 Volt. So, wenn ich das jetzt ans Ladegerät anschließe,
will der das natürlich auf über 11, 12 Volt hinaufpoltern. Das heißt, die erste Batterie wäre dann vielleicht bei 4,5 Volt oder 4,7 Volt, wenn ich sie alle in Reihe laden würde. Ne? Da ist die hier in der Mitte nur noch bei, vielleicht erst bei 3 Volt und auch die letzte ist dann schon überladen. Das heißt, die erste und die letzte Zelle werden dann getötet sozusagen, ne? Werden überladen, weil in der Mitte hier, die ist halt zu niedrig. Ja. Und um dem zu vorzubeugen, haben sich unsere Techniker, so kann man sie nennen, ausgedacht, hier dann jeweils kleine Kabel an die Stellen noch ranzumachen, dass wenn dann beim Laden die Spannung bei einem Akku zu schnell ansteigt, dass das dann so mit reguliert werden kann. Ne? Und das, dann können wirklich alle Akkus dann auf ihre 4 Volt geladen werden. Wenn der erste schon bei 4 Volt ist, wird er abgeschalten und nur noch die anderen zwei geladen. Deshalb ist ein Balancer-Anschluss bei Lithium-Ionen-Akkus wirklich lebenswichtig. Wie ihr hier bei dem Gerät sehen könnt, sind hier unten die Balancer-Anschlüsse dran. Einmal für nur 2 Zellen, 3 Zellen, 4 Zellen, 5 Zellen, 6 Zellen und so weiter und so fort. Und dann sind die Pins so belegt, ne? Ganz links ist der Minus sozusagen. Dann die erste Zelle, also zwischen, ne, Plus und Minus der ersten Zelle, hier kommt dann der Minus der ersten Zelle ran, Minus der zweiten Zelle, Minus der dritten Zelle, Minus der vierten Zelle, Minus der fünften Zelle. Und hier enden der Endminus sozusagen. Ergibt sich dann ziemlich logisch. Und solche Anschlüsse dafür hier, die habe ich in PCs gefunden. Und zwar waren das die Anschlüsse von solchen USB- und Soundpanels, wie es dann aufs Mainboard draufgegangen ist. Die passen ziemlich gut. Aber auch wenn man da ein bisschen recherchiert, ich glaube bei Reichelt gibt es die Dinger als Steckerbuchsen neu zu kaufen. Da kann man sich die dann zusammenstückeln, wie man möchte. Aber wie gesagt, ich habe für meine keine Kohle ausgegeben, war alles aus dem Schrott gewesen. Und ja, hat zwar nichts mit E-Bike zu tun, aber das sind jetzt ein Haufen alte Handy-Akkus, die ich auch soweit alle in Reihe genommen habe mit einem Balancer-Anschluss. Und habe dann hier eine 14,4 Volt Batterie, die jetzt noch 2400 mAh hält. Wie gesagt, das sind alte Laptop-Akkus, da bin ich mit der Kapazität ein bisschen runtergegangen und lade sie nie komplett voll. Dann dürften die auch ewig lange halten. Ja, was auch nämlich ein anderer Vorteil von diesem Teil hier ist, man kann dann die Endkapazität einstellen. Ja, das heißt, ihr habt jetzt einen Akkupack, der original 10 Amperestunden hätte, ihr wisst aber, der ist schon ziemlich im Arsch und hält nur noch so 7,5 Amperestunden. Ne? Dann wird der Akku jedes Mal schlechter, wenn ihr den komplett bis an die Kotzgrenze ladet. Deshalb probiere ich das demnächst mal. Mal gucken, ob es wirklich so ist. Die Akkus dann immer so auf 80-90% zu laden. Das heißt, ich stelle mir dann hier von meinen Milliampere 80-90% von den Milliampere ein, die eigentlich noch reingehen würden, und lade den immer nur bis an diese Stelle. Lade ihn also nie komplett voll, sondern dann immer nur an der Stelle, bis an diese Stelle dann. Und somit hoffe ich dann, den längsten Spaß an den Lithium-Akkus zu haben. Was ihr ebenfalls bei euren Akkupacks beachten solltet, sind die Sicherungen. Ja, mit Lithium-Akkus ist wirklich nicht zu spaßen. Da mal ein Kurzschluss und irgendwelche Drähte brennen fest. Ne? Wenn da einmal ein Draht zusammenkommt, die kriegt er dann so schnell auch gar nicht mal auseinander bei den Ampere, die hier fließen. Ja, und dann kann es schneller Bumm machen, als euch lieb ist. Also immer mit Sicherung arbeiten. A und O, und wenn es geht, auch bei den Balancer-Anschlüssen kleine Sicherungen davor machen. Ne? Da habe ich immer so kleine 1 Ampere-Sicherungen genommen. Darüber wird ja nicht komplett geladen. Ja, dass, falls ihr hier vorne drin irgendwie mal einen Kurzschluss bauen solltet, dass dann nur die Sicherung kommt und nicht euer ganzer Akkupack hochgeht. Natürlich sind diese Zellen, ne, nicht das gleiche wie die Originalzellen, die hier drin sind. Und wenn original angegeben ist, dass so 10 Amperestunden ungefähr rauskommen sollten, kann man das ja hier auf diese Zellen hochrechnen. Nach meinen Recherchen habe ich da auf den Herstellerseiten von Panasonic gelesen, dass so eine Zelle dann die Kapazität hat, die darauf aufgewiesen ist, wenn mit einem maximalen Entladestrom von 200 mA nur gearbeitet wird. Ja, da haben wir hier jetzt 2, 4, 6, 8, 10, 12 und das mal 2, sind wir bei 24, ne?
Also 4,8 Ampere könnte ich jetzt nach den Herstellerangaben hier rausziehen. Ich bin mal ein bisschen drüber gegangen, weil ich will nicht wissen, wie jede Herstellerangaben sind. Die E-Bikes funktionieren halt trotzdem eine Zeit lang damit, aber ich will ja, dass es so lange wie möglich funktioniert. Ne? Also sind wir jetzt hier ungefähr, wenn ich bei Volllast 10 Ampere bin, bei ungefähr 400 mA pro Zelle. Und das müssen die auf alle Fälle hinkriegen. Ah, wird langsam hell draußen. Das heißt, ihr könnt Probefahrt machen. Aber bevor es losgeht, will ich euch mal noch was Lustiges zeigen. Wieder gesetzter Anziehung. Das war mein altes Fahrrad gewesen. Ne? Da kommt auch noch ein Elektroantrieb rein. Ein etwas stärkerer dann. Und ja, mit dem Spruch bin ich draußen rumgefahren. Ne? Was steht hier? Cast out false prophets. You're the next. Und durch die Flügge-Werden-Aktion ist das jetzt dabei rausgekommen erstmal. Ich habe ja in dem Video schon gesagt, dass ich mir eigentlich geschworen habe, nie wieder so ein benzinfressendes Teil zu fahren. Das Auto wird trotzdem noch angemeldet. Ich denke mal, dann nächstes Jahr im Februar wird es dann soweit werden. Und bis dahin habe ich eure Spenden erstmal da rein angelegt. Ja, war ein gebrauchtes gewesen von einem Kumpel, wie gesagt. Akkupack war tot gewesen, habe ich für günstiges Geld erstanden. Und könnt ihr euch an den Prophetspruch noch erinnern, an meinem anderen Fahrrad? Toll. Und jetzt habe ich ein Prophet-Fahrrad. Da müssen wir halt die zwei Akkupacks noch miteinander verbinden. Hat gefunkt, das heißt, sieht gut aus. Was sagt er hier? Ja, ein Strich. Na gut, sind halt hier Lithium-Ionen anstatt Lithium-Polymer-Akkus drin. Ne? Gucken, ob es geht. Wenn das Lämpchen leuchtet, müsste also gehen. Schau. Na und? Ah, jetzt! Cool! Okay, na dann mache ich erstmal den Weg zur Bank. Da muss ich nämlich in die unterste Stadt. Da fahre ich zuerst einen riesengroßen Berg hinunter. Ja, und dann machen wir mal Leistungstest damit. Gucken, wie es dann bergauf geht. Aber es geht. Ja, fein. Können wir gleich mal eine kleine Stadtrundfahrt machen. Ja, hier ein Marktplatz von Treuen kennt ihr ja schon. Ne? So, und jetzt haben wir gleich einen ersten etwas steileren Berg. Ach, ist das herrlich. Ist das herrlich. Ich muss nur die Pedalen bewegen. Keine Kraft aufwenden. Hauptsache die Pedale bewegen sich. Rest macht der Motor. Herrlich. Ja, das ist meine alte Schule, wo ich die ersten 4 Jahre reingegangen bin. Ich war eines der Kinder gewesen, die die ersten 4 Jahre in der roten Schule verbringen durften. Jetzt muss er schon ganz schön. Aber er schafft's. Oh, klasse. Ja. So. Rode-Lessing-Schule. Oh, wie sieht's hier aus? Kommen wir hier vorbei? Klar. So. Und geh rein, Motor, jawohl. So, und die nächsten Jahre dann, bis wir uns rausgeschmissen haben nach der 10. Klasse, hat man hier in der Waisenschule verbracht. Gab nämlich auch Kinder, die waren die ganze Zeit nur in der Waisenschule gewesen. So, und jetzt kommt der große Anstieg hier. Das ist bei uns Marienberg, nennt er sich. Ja, mal gucken, ob der Prophet den Marienberg bis oben hin bezwingen kann. Bis jetzt, oh, ich bin noch nie so leicht den Berg hier hochgefahren.
Geil. Der Berg ist gleich geschafft. Wahnsinn. Hey, das macht jetzt richtig Spaß, in die untere Stadt zu fahren. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch nochmal. Jawohl, nun geht's los mit Flügge werden. Ich freue mich. Oh, und zum Abschluss wollen wir mal sehen, was mich jetzt eigentlich die Fahrt in die untere Stadt gekostet hat. Mal schauen, wie viel Milliampere-Stunden reingehen. Ah ja, eine Stunde später nimmt noch 0,3, 0,4, 0,2 Ampere auf. 1100 Milliampere-Stunden sind reingeflossen. Na gut, wenn ich das jetzt hochrechne, einmal runter und den riesengroßen Berg hoch, 1 Ampere verbraucht ungefähr. Ja, und das sind, wie viel Zellen hatte ich drin gehabt? Ah ja, also wenn ich mal ganz pessimistisch davon ausgehe, dass die 2 Ampere Stunden Zellen noch so 1800 Milliampere halten, würde ich hier auf einen theoretischen Wert von 43 Ampere Stunden kommen. Also könnte ich 43 mal mit einer Akkuladung den Berg runter und hochfahren. Das reicht erstmal.